Hey Freunde, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Scooter hin in Berlin. Heute auf dem Tempelhofer Feld mit dem neuen VMAX VX2 Pro 2023. Was der neue E-Scooter kann, das zeigen wir euch jetzt. Doch bevor es richtig losgeht, für euch nochmal die wichtigsten Eckdaten zum neuen VMAX VX2 Pro, den ihr in drei Akkukonfigurationen bekommen könnt. Einmal mit 10,4 Amperestunden, einmal mit 13 Amperestunden oder mit 16,5 Amperestunden. Die Reichweite liegt je nach Akkusystem zwischen 30 und 60 Kilometer. Und wir starten direkt mit einem der wichtigsten Highlights, der neu entwickelte und leistungsstarke 48 Volt 500 Watt Brushless Motor mit 50% mehr Drehmoment als beim Vorgänger VX2. Dazu kommt die neu entwickelte Elektronik mit optimaler Softwareabstimmung sowie jetzt ab sofort bei allen E-Scootern IPX6. Das bedeutet für euch ein fetter Spritzwasserschutz mit Strahlwasser von allen Seiten. Mega! Dazu gibt es im Vergleich zum Vorgängermodell endlich eine Blinkeranlage, die man vorne am Lenker integriert hat, also sprich Lenkerendenblinker mit neu konfigurierten und vor allem verbesserten Handgriffen sowie eine Blinkeranlage hinten direkt am Rahmen. Und somit seid ihr im Straßenverkehr immer richtig gut zu sehen. Abgerundet wird das Ganze durch das Doppelkegel-Frontlicht vorn mit 60 Lux und integriertem Reflektor, einem helleren Rücklicht mit Bremslichtfunktion, einem optimierten Schutzblech mit seitlichen Streben für mehr Stabilität, neuen Radlagern vorn mit neuem Außenschutz gegen Eindringen von Wasser und Schmutz, neuer 2-Stufen-Schnellspann-Sicherheitsfaltmechanismus, auch dieser wurde für euch optimiert, und eine verstärkte Ladebuchsenabdeckung. Also der VMAX steht ganz klar für mehr Power, und jeder, der mein Video von vor 2 Jahren gesehen hat oder anderthalb Jahren, wo ich mir die Schulter gebrochen habe, der weiß, was dieser Roller wirklich kann. Und wir zeigen euch jetzt zusammen mit Felix, wie gut ist der neue VMAX 2023. Felix, du bist wieder am Stissel. Es ist kalt, es ist windig, aber wir haben eine richtige Powermaschine hinter uns stehen. Den neuen VMAX Pro 2023. Und du hast sogar deinen eigenen Roller heute mitgebracht, um das Ganze mal zu testen. Wie gut ist der VMAX im Vergleich zu einem etwas günstigeren China-Roller von der Firma Hitray? Deswegen bin ich gleich sehr gespannt. Du wirst jetzt für uns den VMAX testen und dann fahren wir beide noch ein kleines Rennen. Und ich würde sagen, let's go, hab Spaß. Die wichtigsten Eckdaten habt ihr jetzt vom Fahrzeug ja bekommen. Und jetzt geht es einfach nur darum, dass Felix ein bisschen Spaß hat und sich freut und am Ende vielleicht den VMAX bestellt. Ja? Ahu. Chancen sind ja relativ groß, oder? Was sind meine ersten Eindrücke? Also erstmal, ja, wir haben natürlich hier einen richtig, richtig, richtig wertigen Roller. Das merkt man sofort, sobald man draufsteigt, dass hier nichts klappert, dass hier alles, es fühlt sich einfach wertig an, muss ich sagen. Ich finde ja ehrlich gesagt diesen Klappmechanismus mega geil. Also guck mal, ich muss den erst entriegeln, dann nach vorne und jetzt mache ich noch die kleinen Überleer und jetzt hier, seht ihr das auf der Kamera? Schwer, er rastet super geil ein. Schaut euch das mal an. Und das ist der Wahnsinn, weil die Kombination diesem Leichtgewicht, dieser kompakten Bauweise, wiederum verbunden mit diesem Punch, ist unglaublich. Ich bin jetzt tatsächlich schon die ersten 2 Runden gedreht und habe erst jetzt rausgefunden, dass es noch einen Sportmodus gibt. Schaut euch das mal an. Wenn ich auf diesen Anschalter noch mal kurz drücke, geht hier ein S an. Oder sehe ich ein S? Ich hoffe, ihr seht es auch auf der Kamera. Ich muss zugeben, das Display ist jetzt nicht so schön abzulesen. Ich habe zwar auch eine Sonnenbrille auf, aber das habe ich auf jeden Fall schon besser gesehen. Und schaut euch mal das Ganze hier an. Das sind unsere Blinker. Und ich finde es total spannend. Die sind so stabil gebaut, dass mein Lenker gefühlt einfach nochmal 5 cm breiter ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich mit meiner Hand oft so fahren werde, weil es ein geiles Gefühl ist, so einen breiten Lenker in der Hand zu haben. Und ja, guckt euch mal an, wie wertig das ausschaut. Ist das nicht Hammer? Guckt euch mal das Licht an. Das macht auch übrigens richtig Alarm. Ich kann es hier einstellen, die Höhe nochmal feinjustieren. Und ja, ich habe euch verraten, es gibt einen Sportmodus. Und den werde ich gleich mal ausprobieren. Allerdings, Leute, passt auf. Schon im Nicht-Sportmodus habe ich aus Versehen einen Wheelie gemacht. Und ja, es ist Wahnsinn.
Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber der Firmenname ist ja Vmax, nicht wahr? Und in der Physik, da steht ja das V für Geschwindigkeit. Und das ist genau das Motto von diesem Fahrzeug. Volle Geschwindigkeit. Das heißt, auch hier dieser VX2 Pro reizt das, wie sagt man, das, die legale Höchstgeschwindigkeitstoleranzgrenze einfach voll aus. Wir fahren also wirklich 22 km/h. Auch hier, schaut, ich bin im Nicht-Sportmodus, im normalen Drive-Modus. Und ich habe den Blinker noch an. Geil! Habt ihr es gesehen? Es zeigt mir sogar ein Blinksymbol an auf der jeweiligen Seite, wo ich blinke. Ja, fett. Fett. Das ist der Hammer. Cool. Ich drehe jetzt gleich mal noch eine Runde um und mache jetzt einfach mal, ich mache so einen kleinen Drag-Test. Ich schalte jetzt hier auf S für Sport. Und jetzt gehe ich hier mal direkt auf den Strich. Cola an und los. Ja, ja, 500 Watt, Nennleistung, 22 km/h. Ihr habt gesehen, auch schon vor dem Ende des Strichs. Ja, ich bin jetzt auf 20, jetzt auf 22, der Strich ist noch gar nicht zu Ende. Wie viel wird das sein? Sind das überhaupt 10 Meter? Wahrscheinlich nicht. Ja, es macht Bock. Ich muss natürlich mich wieder umgewöhnen. Der Roller hat, aus Versehen ein Wheelie. Der Roller hat tatsächlich auch wie bei einem Fahrrad die Bremsen links vorne, rechts hinten. Ihr wisst, ich mag das nicht. Gerade zum Wheelen. Schaut mal, ich will jetzt hier Gas geben und auf der anderen Seite die Hinterradbremse betätigen. Das geht einfach schlecht. Aber hier, schaut mal, wie er einfach bloß will. Oh, ich habe jetzt schon Schiss, ich gebe es zu. Ich habe ja schon den ersten kleinen Kratzer an das Fahrzeug gemacht. Oh ja. Ich bräuchte jetzt tatsächlich in meinem Gefühl links die Bremse. Aber ey. Hahaha, ist das nicht ein Spaß? Wahnsinn. Ja, ich sag mal, ich kenne sonst bloß vergleichbare Leistungen von zum Beispiel unserem Trittbrett Paul. Ja, aber das ist ein bockenschweres Gerät. Hat seine Daseinsberechtigung, definitiv. Gerade für große Jungs und Mädchen. Er hat eine sehr hohe Zuladung. Aber das hier ist immer noch flitzy. Schaut euch das an. Ist natürlich recht direkt. Unsere Federung. Oh. Wird tatsächlich nur über den Reifenluftdruck angepasst oder realisiert. Aber hey, wer es gerne ein wenig dynamisch mag und tatsächlich den sportlichen Charakter auch mag, der will es auch direkt haben. Ihr werdet ja nachher noch sehen, mein Hitway, das ist schon eine ganz schöne ausgenudelte Schmieche. Mit dem kann man hier nicht solche Späße machen. Schaut mal, ich fahre direkt nochmal auf die Wiese. Boah, geil. Ja. Und hier klappert nichts, außer mein Kamera-Equipment. Das ist geil. Also ganz stabil, kein Spiel im Lenkkopf, gar nichts. Ganz wendig, ganz stabil. Ich bin begeistert. Und willst du mal noch den Fahrkomfort checken? Ja. Ja, geil. Also ich sitze auf meiner Harley. Ich sitze auf meinem Chopper quasi und kann hier entspannt meine Runden drehen, ganz chillig. Ja, geil, der zieht so schön an. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, der größte Fun-Faktor ist tatsächlich die Beschleunigung. Schaut euch mal die abenteuerliche Halterung an. Dafür sind die Dämpfer natürlich gut geeignet, nicht wahr? Hey, ihr Lieben, seid ihr bereit? Marcel will's wissen, VX2 Pro gegen den ultimativen Hitway. 15 Kilo schwerer, möchte ich noch mal ganz kurz anmerken. Ja, ich bin sehr gespannt. Du gibst das Zeichen. Eins, los! Alter. Hört doch auf! Hört doch auf! Ey, ach Mann, ey, ich auch. Hört doch auf! Hört. Hallo! Das war ein Frühstart bestimmt. Ach Mann, das war bestimmt übelster Frühstart. Ja, ja, genau, ja, ja, ich hab den total. Also da habe ich echt, ich habe voll. Nur das Signal, ich glaube, ich hab's verkackt. Okay. Ey, jetzt aber. Auf die Plätze! Fertig, los! Nein! Das gibt's nicht! Ja, okay. Also es gibt tatsächlich so einen Unterschied zwischen Ultra-Billig-Klatsch, ne? Also obwohl ich hier 48 Volt habe, 20 Ampere-Stunden, mein schön, wie ihr seht, ultra-klappriger Asiate hat keine Chance. Marcel, ich würde sagen... Du hast halt keinen Punch! Du hast keinen Punch! Da! Ja, das hört, Junge! Das hört. Ja. Ja.
weg. Ich hab's kapiert. Komm, lass einpacken. Gut. Cool. Felix, ich würde sagen, wir haben den Hitrate zerstört. Scheibenkleister, ja. Absolut. Mega. Jetzt ganz ehrlich, was sagst du? Ja, es ist unglaublich. Ich habe jetzt Billigroller getestet, er macht sein Ding, aber das sind Welten. Das können wir nicht vergleichen, das können wir nicht vergleichen. Und dieser Punch, eigentlich würde ich ihn gerne mal gegen den Vorgänger direkt vergleichen. Aber ich habe es schon gemerkt, ich bin bei dir im Laden. Bloß mal kurz Gas gegeben, das ist übertrieben gewesen. Also kein Indoor-Roller, definitiv. Ja, ihr habt es gesehen. Und ein schönes Update vor allem mit dem Blinkern, IPX6, Controller-Update, Motor optimiert, mehr Druck, mehr Punch, noch eine bessere Qualität, was auch den Klapp- und Faltmechanismus betrifft, Beleuchtung, hinteres Schutzblech, Mann! Ey, ohne Scheiß, geiler Roller, geiler Roller. Aber kein Fahrwerk. Also wir haben jetzt keine Dämpferelemente vorne und hinten. Das Ding ist eine reine Rennmaschine. Eine reine Rennmaschine. Wollte ich gerade auch sagen. Also ja, jetzt kein Fahrwerk, aber wer sportlich affin ist, wird genau das schätzen, dass er so direkt, so präzise, so zart ist und dann diesen Punch hat. Das ist einfach geil. Hast du gerade gesagt, zart? Ja. Heb doch mal bitte die andere Leiche, die Leiche auf. Das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied. Wohingegen den ich mir tatsächlich schon zum Pendeln wieder vorstellen kann, obwohl er so eine Leistung hat. Ich sage ja, 19,5 bis 20,5 Kilo ist völlig human, vor allem bei dem Druck, den der Roller produziert. Hat auf jeden Fall Laune gemacht und jeder, der da nochmal mehr Details wissen will, auch zum Vorgänger, geht nochmal in das Video von vor 2 Jahren, wo ich mir die Schulter gebrochen habe. Das war saftig. Das haben wir heute nicht geschafft, Gott sei Dank. Ja, aber du hast ein paar Wheelies gemacht, die sahen gut aus. Die mehr oder weniger freiwillig, muss man sagen. Ja. Das ist jetzt eines der ersten Fahrzeuge, sobald wir dann unser Fahrzeug tatsächlich bekommen, kriegt ihr nochmal ein Unboxing hinterher. Da zeige ich dir nochmal, was im Lieferumfang alles enthalten ist und gehe dann gerne nochmal auf Specials ein. Aber heute ging es uns um das Fahren und um den Fahrspaß. Und den hattest du, oder? Ja, vielen Dank, Marcel. Sehr gerne, Hammer. Mein Lieber. Da kommt ihr nicht drauf, was wir jetzt gleich vorhaben. Das wird geil. Ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Das war mir ein Fest. Schön wieder Hitrate China Roller da hinten liegt. Ja, das ist auch ein China Roller, aber er hat halt mehr Bums und ist halt nochmal ein Zacken geiler verarbeitet. Ja. Kick mal, da werden die Wunden versorgt.